Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 70, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde betreffend neue Polizeistation im Frankfurter Bahnhofsviertel, Beleg für konsequente Sicherheitspolitik in Hessen, Drucksache 19/5297. Dazu ist mit aufgerufen Tagesordnungspunkt 37, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Polizeipräsident im Frankfurter Bahnhofsviertel, Drucksache 19/4767, sowie Tagesordnungspunkt 74, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend verstärkter Einsatz der hessischen Polizei am Frankfurter Hauptbahnhof, Drucksache 19/5307. Hierzu wird nach § 37 unserer Geschäftsordnung mit aufgerufen die mündliche Frage 865 des Abgeordneten Greilich. Und ich schlage vor, dass zuerst die Frage gestellt wird und wir dann in die Debatte mit der Referiedezeit von 5 Minuten eintreten. Bitte, Herr Greilich, Sie haben die Gelegenheit, Ihre Frage zu stellen. Ich frage die Landesregierung. Welche Maßnahmen plant sie, um nach Ende der BAO Bahnhofsviertel in Frankfurt zum Ende des Jahres 2017 sicherzustellen, dass sich die Sicherheitslage insbesondere hinsichtlich der Drogenkriminalität nicht wieder dramatisch verschlechtert? Und freue mich auf den Vortrag des Innenministers. Herr Staatsminister. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter. Ich freue mich, Ihnen vortragen zu können, dass ab Oktober dieses Jahres eine neue Schwerpunktseinheit der hessischen Polizei im Bahnhofsgebiet ihre Arbeit aufnehmen wird. Die hessische Polizei wird somit auch zukünftig gegen die Kriminalität im Bahnhofsviertel konsequent vorgehen und ihr Engagement sogar noch einmal deutlich intensivieren. Diese Schwerpunktseinheit löst die bisherige BAO ab, die in den vergangenen Monaten mit nahezu 30.000 Einsatzkräften und mehr als 200.000 Einsatzstunden 96% der Arbeit im Bahnhofsviertel geleistet hat. Nunmehr werden mehr als 120 Polizeivollzugsbeamte in der neuen Einheit täglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unterwegs sein. Es wird die personalstärkste operative Dienststelle sein, die es in Hessen gibt. Diese Maßnahme bedeutet eine große Kraftanstrengung der hessischen und auch der Frankfurter Polizei. Diese leistet zur Kriminalitätsbekämpfung bis heute 96% der Einsatzstunden im Bahnhofsgebiet. Der Erfolg im Bahnhofsgebiet hängt aber nicht nur alleine von der Polizei ab. Die Stadt, die Bahn und die Bundespolizei müssen in verschiedenen Bereichen die Arbeit der Polizei unterstützen. Ich erwarte eine solche Kraftanstrengung, wie sie die Frankfurter und die hessische Polizei leisten, nunmehr auch von unseren Partnern im Bahnhofsviertel, um die Situation für die Menschen im Frankfurter Bahnhofsviertel dauerhaft verbessern zu können. So, damit können wir zur Debatte kommen der Aktuellen Stunde. Und als ersten Redner habe ich den Kollegen Bauer für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beantwortung der Frage hat schon deutlich gemacht, wir machen Hessen sicherer. Wir machen Frankfurt sicherer, und wir machen auch das Bahnhofsviertel sicherer, meine Damen und Herren. Das Bahnhofsviertel in Frankfurt hat in den vergangenen Jahrzehnten eine wechselvolle Entwicklung mitgemacht. War es noch in den 80er, 90er Jahren ein sozialer Brennpunkt der Mainmetropole mit kaum begrenztem Rotlichtmilieu, mit offener Drogenszene, hoher Kriminalität, fast 150 Drogentoten pro Jahr, hat sich mit einer liberalisierten und liberalen Drogenpolitik, dem Frankfurter Weg, doch einiges verändert und vieles verbessert. Druckräume entstanden. Vieles wurde, denke ich, zum Guten gewendet. Die Zahl der Drogenabhängigen geht seit dem Jahr 2000 deutlich zurück. Sie sind aus dem Straßenbild weitestgehend verschwunden. Und auch die Zahl der Drogentoten, wobei jeder einzelne einer zu viel ist, ist auf weit weniger als 30 pro Jahr zurückgegangen. Meine Damen und Herren, heute ist das Bahnhofsviertel keine Schmuddelecke mehr. Das Rotlichtviertel nimmt sowieso nur einen recht kleinen Raum ein. Es ist ein hippes Szeneviertel geworden, meine Damen und Herren. Über 100 Nationen leben dort. Es ist ein Multiquartier, ein Multikulti-Quartier, könnte man sagen. Es sind Lebensmittelläden, Gastronomie, Einzelhandel. Das ist das Gesicht des Bahnhofsviertels heute in Frankfurt. Eine wunderbare Entwicklung.
Und das ist nicht so aus der Luft gegriffen, sondern die New York Times hat 2014 Frankfurt als einzig deutsche Stadt in die Liste der 52 Städte aufgenommen, die man unbedingt gesehen haben muss, und zwar dies explizit wegen des Bahnhofsviertels. Meine Damen und Herren, wie in anderen Großstädten gibt es auch in Frankfurt durchaus Problembereiche. Die wollen wir nicht wegdiskutieren. Leider macht sich seit einiger Zeit die Dealerszene im Bahnhofsviertel wieder breit, und es gibt auch aggressives Verhalten gegenüber der Polizei. Das ist nicht hinnehmbar. Wir werden es und wir haben es nicht geduldet, dass rechtsfreie Räume entstehen, und die Polizei wird entsprechend auch entsprechend agieren, mit aller Härte den Kontrolldruck verstärken. Es wurde bereits deutlich, dass wir entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben. Anfang 2016 begann die Polizei mit verstärkten Kontrollen und Razzien. Die Kriminalität wurde deutlich zurückgedrängt, aber die Drogenszene blieb ein Problem. 2016 gab es im November dann diese besondere Aufbauorganisation, und mit 100 zusätzlichen Beamten konnten erfolgreich die entsprechenden Delikte geahndet werden. Nach einem halben Jahr bereits konnte bilanziert werden, dass täglich durchschnittlich 210 Personen kontrolliert wurden. 24, also jeder Neunte, wurde entsprechend auch belangt wegen Betäubungsmittelverstößen oder aufenthaltsrechtlicher Delikte. Das ist ein höherer Kontrolldruck, der sich auch spürbar im Straßenbild niederschlägt, meine Damen und Herren. Insgesamt wurden bis heute über 3.700 Festnahmen durchgeführt und 42 Kilo Rauschgift sichergestellt. Eine erfolgreiche Arbeit der Polizei vor Ort, für die wir auch einmal Dankeschön sagen können an dieser Stelle. Der Einsatz dieser BAO war und ist ein echter Erfolg der Beamtinnen und Beamten. Und wir haben, denke ich, dankbar zu sein, dass es hier auch voranging. Man kann es auch belegen. Delikte wie Diebstahl, Sexualdelikte, Körperverletzungen oder Widerstandshandlungen sind spürbar zurückgegangen, meine Damen und Herren. Diese Einheit wurde zwar aufgelöst, aber der Minister hat es deutlich gemacht, es wurde eine neue eigene Dienststelle geschaffen für dauerhaft mehr Sicherheit im Bahnhofsviertel. Diese allgemeine Aufbauorganisation mit über 120 Beamtinnen und Beamten wird künftig hart und konsequent gegen die übernehmende Drogenkriminalität und Straßenkriminalität vorgehen. Das ist ein starkes Signal des Innenministers und ein wichtiges Indiz, dass wir den Kriminalitätsschwerpunkt in Frankfurt bekämpfen mit dieser landesweit größten operativen Dienststelle. Anlassbezogen werden weitere Kräfte sicher hinzukommen. Meine Damen und Herren, wir sprechen immer so gerne von vernetzter Sicherheit. Und an diesem Beispiel kann man deutlich machen, dass nicht nur das Land allein die Sicherheit in diesem Bereich gewährleisten kann und muss, sondern dass wir auch auf Partner angewiesen sind, wie beispielsweise die Bundespolizei und auch die Stadt Frankfurt. Hier sind alle Akteure gefragt, meine Damen und Herren. Und ich habe mit Erfreut zur Kenntnis genommen, dass z.B. die Videosicherheitstechnik im Frankfurter Hauptbahnhof von der Bundespolizei durch die Deutsche Bahn bis Ende 2017 komplett erneuert wird und dadurch die Bundespolizei künftig neuere und bessere Kameras haben wird. Das ist ein wichtiges Signal von diesem Sicherheitspartner im Bahnhofsbereich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auf der Homepage der Stadt Frankfurt selbst ist zu lesen, ich darf zitieren, bei Frankfurt am Main denken viele zu Unrecht an Kriminalität, denn mit einer Sicherheitspartnerschaft zwischen Polizei und Stadtverwaltung, einer wegweisenden Drogenpolitik und der vielbeachteten Aktion Gewalt sehen und helfen ist Frankfurt am Main inzwischen Vorreiter bei der Entwicklung neuer Strategien zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit. Zitat Ende. Das ist gut so, meine Damen und Herren. Und ich denke auch sagen zu dürfen, dass wir mit unserer Schwerpunkt als hessische Landespolitiker deutlich machen, dass wir alles dafür tun, dass die Menschen in Hessen und in Frankfurt gut und gerne, aber auch sicher leben können. Wir können das belegen. Wir haben die höchste Aufklärungsquote seit 1971. Landesweit haben wir die Straßenkriminalität in den letzten 20 Jahren halbiert. Nie gab es in Hessen weniger Kriminalität auf Straßenwegen und Plätzen, und mehr Polizei in unserem Hessenland sorgt für Sicherheit. Wir werden auch mit dem Doppelhaushalt unterstreichen, das ist mein letzter Satz, dass wir die Akzente setzen zur Stärkung der Sicherheitsorgane, sie besser ausstatten, besser ausrüsten. Wir schaffen mehr Sicherheit für ganz Hessen und auch für die Metropole im Kleinformat, für uns in Frankfurt am Main. Hessen und Frankfurt ist sicher, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ist unstreitig, bis zum November 2016 gab es eine ganz erhebliche Verschlechterung der Sicherheitslage im Bahnhofsviertel in Frankfurt, die ein Einschreiten des Innenministeriums unerlässlich gemacht hat. Insofern war die Einsetzung der BAO, die auch ein Kraftakt für die eingesetzten Polizeikräfte dargestellt hat, dringend notwendig. Und ich freue mich, ich glaube, wir freuen uns alle darüber, dass dies schließlich auch zu den gewünschten Erfolgen geführt hat.
laut den Zahlen, die wir gehört haben, 200.000 Arbeitsstunden, 53.000 Personenkontrollen, 27.000 Durchsuchungen, 3.700 Festnahmen und 42 Kilogramm Rauschgift sichergestellt. Das ist neben dem Rückgang von Taschen- und Trickdiebstählen um ca. 40% eine echte Erfolgsbilanz der Polizei in Frankfurt am Main. Deswegen ist das hier auch die richtige Stelle, den Beamten, die zur Bildung der BAO weitere Wege und ungünstigere Einsatzzeiten sowie auch Überstunden in Kauf nehmen mussten, gebührt ein ausdrückliches Lob und einen ausdrücklichen Dank auszusprechen. Weniger erfreulich war das Verhalten des Innenministers im Frühsommer 2017, das zu großen Verunsicherungen geführt hat, weil öffentlich erklärt wurde, die BAO sei, wie es in der Tat ja ihrem Wesen nach richtigerweise ist, nur vorübergehend eingerichtet und werde im Herbst enden, obgleich die Notwendigkeit einer erhöhten Polizeipräsenz auch zu der Zeit unbestritten war. Es gab aber keine validen Äußerungen, wie es denn weitergehen soll. Und es gab teilweise entsprechend harte Auseinandersetzungen zwischen dem Innenminister, dem Frankfurter Oberbürgermeister. Und es gab vor allem viel Unmut in den Reihen der Polizei, wie wir alle in der Presse nachlesen konnten. Die jetzt endlich angekündigte dauerhafte Einrichtung einer eigenen Schwerpunkteinheit mit 120 Beamtinnen und Beamten ist demnach ein richtiger Schritt, um die Lage im Bahnhofsviertel auch dauerhaft Herr zu werden. Dann wird vielleicht irgendwann auch der Traum des Kollegen Bauer, es handele sich dort um ein hippes Szeneviertel, Wahrheit. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich die Entwicklung dorthin bewegt. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg. Mit der Einrichtung dieses neuen Polizeireviers verstetigt sich die im November 2016 eingeleitete Entwicklung über die BAO. Wir hatten als FDP-Fraktion bereits einen entsprechenden Antrag im Mai eingebracht, der nun mit der Aktuellen Stunde aufgerufen ist, mit dem Ziel dieses Antrags, eben dies zu tun, wofür sich die CDU nun lobt, nämlich die Verstärkung der Polizeikräfte dauerhaft vorzunehmen und konsequent gegen die dortigen Dealer und kleinkriminellen Szene vorzugehen. Vielen Dank, Herr Innenminister, dass Sie diesen Teil unseres Antrags jetzt umgesetzt haben. Grundsätzlich positiv stimmt uns in dem Zusammenhang ausdrücklich auch, dass zum Aufbau der Einheit das zuständige vierte Polizeirevier personell nicht geschwächt wird. Unklar ist allerdings, und das ist der Wehmutstropfen dabei, unklar ist, wo durch die Bildung der neuen Schwerpunkteinheiten die Polizeikräfte an anderer Stelle fehlen. So werden bei der Bereitschaftspolizei schon einmal 15 weitere Stellen dauerhaft abgezogen, obwohl diese durch die große Zahl an Großlagen stark belastet ist und eigentlich nicht weiter geschwächt werden darf. Und auch die übrigen Stellen, die gebraucht werden, müssen durch dauerhafte Versetzungen und Verlagerungen aus anderen Bereichen herausgeschwitzt werden. Das, meine Damen und Herren, zeigt sehr deutlich, dass unsere Forderung nach insgesamt 1.500 zusätzlichen Polizeibeamten für Hessen in den nächsten 5 Jahren dringend notwendig ist. Unser Antrag ist auch nach der Einrichtung der zusätzlichen Einheit nicht obsolet. Das entschiedene Vorgehen gegen Drogenkriminalität mit einer ausreichenden Zahl an Sicherheitskräften ist nämlich eben nur ein wichtiger Schritt, um die Situation im Bahnhofsviertel nachhaltig zu verbessern. Ein zweiter Schritt wäre das konsequente Durchsetzen ausländerrechtlicher Maßnahmen gegen die Täter. Und das ist insbesondere Gegenstand der Ziffer 2 unseres Antrags. Und hier an dieser Stelle will ich sehr deutlich sagen, sind wir dem Frankfurter Polizeipräsidenten für seine klaren Worte dankbar. Denn der hat jüngst wieder darauf hingewiesen, dass es sich bei den Drogendealern zum größten Teil um Marokkaner und Algerier handelt, die, ich zitiere wörtlich, ganz andere Personen seien als die, die als Kriegsflüchtlinge zu uns kommen. Meine Damen und Herren, diese Einschätzung teilen wir nicht nur, sondern sie lässt sich auch durch die polizeiliche Kriminalstatistik klar belegen. Ich komme zum Ende. In den vom Innenminister vorgestellten Zahlen ist von 2.500 solchen Intensivstraftätern die Rede, von denen im gesamten Jahr 2016 allerdings gerade einmal 100 abgeschoben wurden. Herr Innenminister, da ist deutlich Luft nach oben. Ich kann abschließend feststellen, es bleibt noch viel zu tun.
Und was den Umgang mit den vorliegenden Anträgen angeht, Frau Präsidentin, lassen Sie bitte unseren Antrag abschnittsweise abstimmen, und den gleichen Antrag abschnittsweise Abstimmung stelle ich auch für den Antrag der Koalition, der jetzt vorgelegt worden ist. Dann haben Sie Gelegenheit, unseren wichtigen Punkten, wenigstens den Punkten zuzustimmen, denen sie noch nicht erledigt sind. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Yüksel, SPD-Fraktion. Dann brauchen wir es erst. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Worte des Kollegen Bauers färben eine Situation in meinem Wahlkreis schön, die wahrlich keine Auszeichnung für Hessen ist. Die Lage im Frankfurter Bahnhofsviertel als Beispiel für eine konsequente Sicherheitspolitik in Hessen darzustellen, ist grundlegend falsch. Der hessische Innenminister hat im Bahnhofsviertel lange gar nichts getan, bis er auf die Hilferufe aus Frankfurter Staatspolitik reagiert und die besondere Aufbauorganisation Bahnhofsgebiet eingerichtet hat. Von hessischer Initiative, Eigeninitiative gab es zunächst keine Spur. Kurze Zeit danach hat er alle Akteure im Bahnhofsviertel wieder verunsichert, indem er wochenlang die Beteiligten im Unklaren gelassen hat, wie es weitergeht nach dem geplanten Abzug der inhaltlich erfolgreichen BAO. Jetzt hat Herr Beuth richtigerweise die Einrichtung einer neuen Dienststelle im Bahnhofsviertel für Oktober angekündigt. Und schon beantragt die CDU eine Aktuelle Stunde, um das Handeln des Innenministers hier im Landtag als Erfolg zu feiern. Ganz im Gegenteil, das hessische Innenministerium hat zu spät reagiert und dann auch noch durch zögerliche Verhalten Unklarheit bei Bewohnerinnen und Bewohnern des Bahnhofsviertels geschaffen. Besser spät als nie. Dafür bekommen Sie, Herr Beuth, mein Lob. Ich möchte hier den Eigenlob den hessischen Polizistinnen und Polizisten danken, die unter schwierigen Bedingungen im Bahnhofsviertel und auch woanders Dienst tun. Die Arbeit der Polizei ist mühselig und anstrengend. Es ist nicht nur für Einsatzkräfte ermüdend zu sehen, wenn ein festgesetzter Drogendealer oder andere Kriminellen nach kurzer Zeit wieder im Viertel seinen kriminellen Geschäften nachgeht. Leider verhindert das Innenministerium bis heute angemessene Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Ausstattung bei den Polizistinnen und Polizisten. Bei der Unterbesetzung der hessischen Polizei ist klar. Ja, ich habe ihn aufgesucht. Die Einsatzkräfte der neuen Dienststelle werden an anderen Stellen abgezogen, wo sie ebenso dringend eingesetzt werden müssten. Es ist verständlich, wenn die Polizistinnen und Polizisten dabei das Vertrauen in den Innenminister verlieren. Deshalb empfehle ich Ihnen, Herr Bellino, heutige FNP zu lesen. Sie, Herr lieber Beuth, haben die Akteure aus Frankfurt für diesen Herbst zu einem runden Tisch nach Wiesbaden eingeladen. Sie haben dabei mehr Unterstützung aus der Frankfurter Kommunalpolitik eingefordert. Ich bin gespannt, welche Vorschläge Sie dann für die Sauberkeit zuständige grüne Dissidentin Rosemarie Heilig haben. Ich bin gespannt, wie Sie den CDU-Ordnungsdezernenten Markus Frank ermahnen, kontinuierlich die Sicherheitslage im Blick zu behalten. Ich bin gespannt, welche Ideen aus Ihrer Regierung Sie dem für die Drogenpolitik zuständigen grünen Dezernenten Stefan Mayer überbringen möchten. Wo sind die denn Vorschläge aus der Landesregierung zur Drogenprävention in Frankfurt und sonst überhaupt? Nicht zuletzt bin ich gespannt, ob es Ihnen gelingt, Ihren Koalitionspartner, die GRÜNEN, von der Bedeutung von Überwachungskameras im Viertel zu überzeugen, die Sie in Frankfurt verweigern. Wir Sozialdemokraten stehen in Frankfurt an der Seite von Polizeipräsident Gerhard Bereswil. Kameras
an neuralgischen Punkten sind nötig und wichtig und richtig. Und ja, wir haben Verständnis für Polizeipräsident Gerhard Bereswil, auch wenn er fordert, dass Abschiebungen schneller für Kriminelle erfolgen müssen, die mit dem klaren Auftrag ins Bahnhofsviertel kommen, dort kriminelle Geschäfte zu unterstützen. Weder fordert die Drogenhandel das Zusammenleben im Viertel, noch trägt er etwas zur Integration bei. Ich kann seine Einlassungen nachvollziehen. Wer mit seinen kriminellen Energien in die Bundesrepublik Deutschland einreist, um seine kriminellen Geschäfte zu betätigen, hat in Deutschland aber nichts zu suchen. Und das sage ich als langjähriger Integrationspolitiker auch in Frankfurt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kann es der CDU-Fraktion hier abschließend nicht ersparen, die grotesken Versuche ihrer Oberbürgermeisterkandidatin Frau Wieland anzusprechen, mit der komplexen Situation im Bahnhofsviertel Wahlkampf zu machen. Wie sie vor einigen Monaten durch das Viertel gestolpert ist, ohne jede Substanz der eigenen Ordnungserzählten angegriffen hat, war peinlich. Wenn Frau Wieland jetzt versucht, mit Sicherheitspopulismus ihren ganzen Wahlkampf zu bestreiten, ohne konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, ist den Bewohnern und Bewohnerinnen im Bahnhofsgebiet am wenigsten geholfen. Ich bin froh, dass ich mit Oberbürgermeister Frankfurt öfter im Bahnhofsgebiet bin. Kollege Yüksel, bitte, letzter Satz. Letzter Satz. Die besondere Politik des Oberbürgermeisters ist besser, als mit Sicherheitspopulismus durch den Wahlkampf zu stolpern oder hier Feierstunde im Parlament anzusetzen. Unabhängig davon finde ich es gut, dass eine neue Dienststelle im Viertel eingerichtet wird, und wünsche deren Arbeit viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! DIE LINKE fordert seit Jahren mehr Polizei und bessere Bezahlung. Erstens, weil in den zurückliegenden Jahren Stellen abgebaut wurden. Zweitens, weil Millionen Überstunden einer schlechten Bezahlung gegenüberstehen. Und drittens, weil wir Menschen auf der Straße haben wollen, statt Kameras, sage ich auch mal an dieser Stelle. Menschen, die ansprechbar und sichtbar sind, Menschen, die intervenieren, statt bestenfalls dokumentieren. Und deshalb, Herr Boddenberg, wissen Sie, wo Blobby-Gupai stattgefunden hat? Nicht im Bahnhofsviertel, meines Wissens. Also, wenn Sie über etwas reden, dann sollten Sie auch informiert sein, Herr Boddenberg. Und deshalb ist es auch richtig, ich wollte Sie gerade loben, aber Sie lassen mich ja gar nicht, Herr Boddenberg. Ich wollte Sie gerade loben und Ihre Politik. So. Und deshalb ist es auch richtig, wenn im Frankfurter Bahnhofsviertel nach einem kurzzeitigen Provisorium endlich eine dauerhaft ausgestattete Polizeiwache eingerichtet wird. Es gab im Bahnhofsviertel eine starke Zunahme von Konflikten. Das hat nichts mit Blockupy zu tun, Herr Boddenberg, wirklich, wahrlich nicht. Eine starke Zunahme an Drogenkriminalität, nämlich, und damit auch eine starke Zunahme an Verunsicherung. Ärger und Verunsicherung nicht nur von den dortigen Gewerbetreibenden, sondern auch von den Anwohnern und Besuchern. Und deshalb ist es notwendig, eine dauerhafte Wache im Bahnhofsviertel einzurichten. Somit herrscht Einigkeit mit der CDU in diesem Punkt. Punkt. Ich will aber auch sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, Herr Boddenberg, meine Damen und Herren von der CDU, Herr Bauer, Sie haben das ja auch angesprochen, dass dieses Thema Bahnhofsviertel und Kriminalität erst richtig in Ihren Blick gerückt ist, seitdem dieses Viertel wieder hip ist, seitdem in diesem Viertel wieder ein anderes Klientel wohnt und Einzug hält. Und Sie haben ja den Beleg dafür geliefert, als Sie vom Tourismus gesprochen haben. Vor Jahren hat Sie das nicht interessiert. Da wäre auch eine Polizeiwache notwendig gewesen, und nicht erst jetzt. Und deshalb habe ich auch deutliche Kritik und auch eine deutliche Warnung in Richtung des Innenministers. Meine Kritik ist, warum dauert es eigentlich so lange, bis der Innenminister Beuth
und der Ordnungsdezernent Frank, beide CDU, sich bei einer solchen Lösung verständigen. Das hätte schon, wie gesagt, vor Jahren erfolgen können. Sie reden ständig von Sicherheit, brauchen aber Jahre, um wenigstens bei den augenscheinlichsten Problemen etwas zu bewegen. Denn das Problem im Bahnhofsviertel ist eben nicht neu, wie gesagt. Und insofern stimmt auch Ihre Überschrift überhaupt nicht über diese Aktuelle Stunde, dass die neue Polizeistation im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Beleg für konsequente Sicherheitspolitik in Hessen sei. Also, wenn Sie da zugesetzt hätten, vor Wahlen, dann wäre das richtig. Vor Wahlen, ja, versuchen Sie, konsequente Sicherheitspolitik zu betreiben. Nun komme ich zu meiner Warnung. Ich warne davor, das ganze Problem einfach nur durch mehr Polizeipräsenz aus dem Bahnhofsviertel zu verdrängen, weil es wird ja nicht gelöst im Moment, es wird verdrängt. Wir müssen an den Ursachen statt an den Symptomen arbeiten, sonst werden sich dieselben Probleme einfach in einer anderen Stelle in der Stadt, in einem anderen Stadtteil wieder neu zeigen. Wenn also nun 120 Polizistinnen und Polizisten kommen, dann sollten Sie auch ausreichend Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mitbringen. Hier kommt es schließlich auch auf Prävention und soziale Intervention an, also auf Vorbeugung von Kriminalität. Das ist auch ein Thema für das Bahnhofsviertel. So, ein wesentlicher Schritt wäre nämlich zudem, dass die völlig verfehlte Drogenpolitik der Bundesregierung endlich geändert würde. Weg von der Kriminalisierung hin zur Prävention. Denn die Zahl der Drogentoten nimmt leider wieder zu. Und ich habe mit besonderem Interesse zur Kenntnis genommen, Herr Bauer, dass Sie diesen sogenannten Frankfurter Weg, Sie haben ja die Drückerräume angesprochen, begrüßen und unterstützen. Ja, und das sehe ich auch so. Es gehört aber auch dazu, dass man bei der Drogenkriminalität im Bahnhofsviertel zur Kenntnis nimmt, dass mehr als 50% dieser Drogenkriminalität mit Hasch und Marihuana zu tun hat. Und viele Experten fordern hier schon seit Jahren eine Legalisierung und Entkriminalisierung auf diesem Bereich. Das wäre in der Tat auch eine personelle Entlastung der Polizei, auch im Bahnhofsviertel, wenn man diese Politik betreiben würde. So, deshalb lassen Sie mich zum Schluss sagen, Prävention und Hilfe für Nutzer und Regulierung statt Schwarzmarkt. Nur so kommen wir in der Drogenpolitik tatsächlich weiter. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich eben in der Debatte ernsthaft gefragt, was wollen Sie eigentlich? Was wollen Sie mit dieser Aktuellen Stunde und mit den Aussagen, die hier sowohl vom Kollegen Yüksel als auch gerade von Kollegen Schaus hier zum Thema geäußert worden ist? Ist es nun gut? Ist es nun gut? Ist es nun gut, dass wir im Frankfurter Bahnhofsviertel diese BAO eingerichtet haben, mit all den Maßnahmen, die dort durchgeführt worden sind, und jetzt, nachdem die BAO zeitlich begrenzt ja immer sind, sagen, dass wir das in Regelstrukturen überführen? Finden Sie das nun gut oder finden Sie das nicht gut? Dieses hier Rumgeeiere finde ich. Kollege Frömmrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, aber nicht bei einer aktuellen Stunde. Nicht bei einer aktuellen Stunde, 5 Minuten, Entschuldigung. Dass Sie dann mit dem Rumgeeier hier endlich einmal sagen müssten, was Sie denn eigentlich wollen. Finden Sie es gut oder finden Sie es nicht gut? Also, ich will mal vielleicht die Fakten benennen, weil hier vorhin gesagt worden ist, Sicherheitspolitik im Zusammenhang mit Wahlkämpfen. Es gibt die polizeiliche Kriminalitätsstatistik aus 2016. Als Hessen mit einer Aufklärungsquote von 62,7% ziemlich gut, was die Aufklärung angeht. Mein Parameter ist immer, den finde ich, sollte man sich anschauen, ist die Frage der Häufigkeit von Kriminalitätsbelastung pro 100.000 Einwohner. Da sind wir auch relativ gut. Da sind wir auf Platz 2. Da ist nur Baden-Württemberg vor uns. Hessen auf Platz 2 in dieser Frage. Sollten Sie sich vielleicht einmal zur Kenntnis nehmen. Bayern gehört da eigentlich auch rein, aber die haben ein Problem mit der Statistik in dem Jahr gehabt. Und dann gucken Sie sich einmal an. Der Bundesinnenminister veröffentlicht das ja immer. Und das ist auch vielleicht ganz interessant, bringt vielleicht auch in den Debatten weiter.
Gucken Sie sich die Situation von Frankfurt an. Wir haben über Jahre die Debatte gehabt, dass Frankfurt sozusagen die zentrale Kriminalitätsstadt in Deutschland ist. Das ist immer behauptet worden. Frankfurt ist mittlerweile auf Platz 4. Wir haben früher immer gesagt, das mit dem ersten Platz ist sowieso nicht so richtig, weil da ja der große Flughafen auch dazugehört und die ganzen Straftaten natürlich auch in die Kriminalitätsstatistik mit eingehen. Aber trotz des Flughafens sind wir jetzt am Platz 4, was die Kriminalstatistik angeht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allen Problemen, die wir trotzdem da noch haben und die wir auch lösen müssen, finde ich, sollte man nicht ein solches Bild zeichnen über die Stadt Frankfurt und über die Sicherheitspolitik in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Einsatz der neuen Einheiten der hessischen Polizei ist, wie ich meine, eine richtige Entscheidung für mehr Sicherheit rund um den Frankfurter Bahnhof. Herr Polizeipräsident Bereswyl hat da sehr viel Engagement reingelegt. Da ist sehr engagiert, auch von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, sowohl vom Polizeipräsidium Frankfurt als auch von der Bereitschaftspolizei gearbeitet worden. Denen danken wir ausdrücklich für die Arbeit, die sie dort geleistet haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schwerpunkteinheit Bahnhofsgebiet, finde ich, ist ein wichtiger Schritt für die Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Kiez, für die Geschäftsleute, aber auch für die Reisenden. Damit werden wir, so glaube ich, mehr Schutz und mehr Sicherheit in Frankfurt gewährleisten. Konsequentes Vorgehen gegen Kriminalität, gegen Kriminelle, gegen Zuhälter, gegen Dealer sind der richtige Weg. Straftaten, die dort passieren, sollen konsequent strafrechtlich verfolgt werden. Diese Maßnahmen zeigen ja auch schon Erfolg. Das muss man ja auch einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Präsenz der Polizei wirkt sich positiv auf Reisende aus, auf Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch auf die Geschäftsleute. Mehr als 120 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden dort demnächst ihren Dienst verrichten. Das ist die größte operative Dienststelle des Landes Hessen. Wir setzen dort Schutzmänner vor Ort ein, die in engem Kontakt auch mit der Bevölkerung da sein, die Ansprechpersonen im Kiez sein werden. Wir überführen diese ganzen BAO-Maßnahmen in Regelstrukturen. Und dann gibt es auch noch die Zusicherung einer Unterstützung mehrfach in der Woche durch die Bereitschaftspolizei des Landes Hessen. Ich finde, das sind gute Maßnahmen, die da in Angriff genommen werden. Und das ist gut für die Sicherheit dort in Frankfurt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Situation noch einmal. Es geht darum, dass wir den gewerbsmäßigen Dealer dort nachgehen, dass wir diese Straftaten auch anzeigen. Herr Kollege Schaus, es geht eben nicht um den kleinen, um den Süchtigen, der sich dort bewegt. Das ist nicht derjenige, der von polizeilichen Maßnahmen dort betroffen sein soll. Wir haben dort eine Fülle von Leuten zu tun, die mehrfach Dutzende von Straftaten am Tag begehen, die gewerbsmäßig dort dealen. Und das sind diejenigen, die Ziel der polizeilichen Maßnahmen sein sollen und nicht diejenigen, die suchtkrank sind. Das hat ja auch den Kollege Frömmrich, Sie müssen bitte zum Schluss. Das hat ja auch den Frankfurter Weg ausgezeichnet, dass man nicht die unter Schutz nimmt, die suchtkrank sind, sondern dass man die in den Blick nimmt, die da gewerbsmäßig dealen. Ich halte das für den richtigen Weg, und die Maßnahmen, die dort greifen, sind vollkommen richtig. Alle müssen ins Boot, die Stadt, die Bahn, die Bundespolizei, um dort um den Bahnhof herum im Bahnhofsviertel vernünftige Bedingungen auch weiterhin zu gewährleisten. Ich glaube, dass das, was das Land Hessen dort macht, zurzeit richtiger Weg ist. Und ich glaube, wir sollten es alle hier auch unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die sich bei den tüchtigen Polizeivollzugsbeamten bedankt haben dafür, dass sie in den letzten Jahren, in den letzten Monaten dafür gesorgt haben, dass wir im Frankfurter Bahnhofsviertel Recht und Ordnung sozusagen durchgesetzt haben. Ich will mich diesem Dank sehr herzlich anschließen. Übrigens nicht nur bei den 30.000 Einsatzkräften, die seit November dort im Einsatz waren, sondern ich möchte mich bei allen Einsatzkräften bedanken, die am Ende dafür gesorgt haben, dass auch wir diese Kolleginnen und Kollegen im Frankfurter Bahnhofsviertel zur Verfügung stellen konnten, weil
Natürlich ist es so bei einer Prioritätensetzung, bei einer Priorisierung, dass man gezielt in einen Bereich Einsatzkräfte hineinsteckt. Und dafür müssen andere sozusagen Aufgaben miterledigen, die durch diese dort speziell eingesetzten Kollegen nicht mehr gemacht werden können. Das ist sozusagen ein Gesamtkunstwerk Sicherheit von Sicherheit beim Polizeipräsidium in Frankfurt. Und deswegen allen Kolleginnen und Kollegen ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit, meine Damen und Herren. Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Meine Damen und Herren, es ist keine Aufgabe, die die hessische Polizei übernommen hat, etwa erst seit dem November des vergangenen Jahres, sondern die hessische Polizei kümmert sich schon immer um den Bahnhof. Wir haben übrigens eine herausfordernde Situation erkannt, weit vor dem November des vergangenen Jahres. Im August 2015 gab es schon verstärkte polizeiliche Maßnahmen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Wir haben dann im November letzten Jahres die BAO eingerichtet. Über die Erfolge ist hier schon hinreichend berichtet worden. Ich will hier nur noch eines ergänzen. Es waren in der Tat 30.000 Einsatzkräfte im Einsatz. Es waren fast 220.000 Stunden, die die Kolleginnen und Kollegen dort in der B-Ebene und rund um den Frankfurter Bahnhof eingesetzt haben. Aber ich will Ihnen auch sagen, das sind 96% der Einsatzkräfte insgesamt, die sich um diese Frage um den Bahnhof herum gekümmert haben. Es war also ausschließlich, nahezu ausschließlich die hessische Polizei, die für Ordnung gesorgt hat. Und ich will mal darauf hinweisen, es gibt noch andere Verantwortliche, die wir mit jetzt auch in die Pflicht nehmen müssen. So kann es jedenfalls mal nicht alleine weitergehen, meine Damen und Herren. Und zu denen, die dort mit in der Pflicht sind, ist die Bundespolizei, die in bestimmten Bereichen halt eben ihren Auftrag und ihre Aufgabe hat und sich ebenfalls kümmern muss, was sie im Übrigen auch tun wird. Ich sage, die Deutsche Bahn Sicherheit zum einen kann einen Beitrag ganz unmittelbar auch mit Kräften beitragen, aber sie kann vor allen Dingen auch über die Gestaltung des Bahnhofs, über die Frage von Funkverbindungen, die im Bahnhof sozusagen nicht hundertprozentig funktionieren. Sie kann über die Frage von Zugängen und so weiter einen großen Beitrag für die Sicherheit innerhalb des Bahnhofsgeländes leisten. Und ich fordere die Bahn auf, dass sie das auch tut. Und das ist sozusagen, gehört eben genauso mit dazu, Sicherheit herzustellen, wie unsere regionale Einsatzeinheit, die wir jetzt dort gebildet haben, meine Damen und Herren. Wir werden natürlich bei der Frage der Abschiebung über unser BASA-Konzept und haben wir hier schon berichtet, will ich nicht näher darauf eingehen. Natürlich kümmern wir uns darum, dass wir diejenigen, die wir abschieben können, auch wieder in ihre Heimatländer zurückführen. Aber, meine Damen und Herren, was hier nicht geht, lieber Kollege Yüksel, das ist ja ein netter Versuch gewesen, die Verantwortung hier abzuschieben. Wer hat denn die Backen in den letzten Wochen und Monaten aufgeblasen bis dort hinaus? Wer war denn derjenige, der laut gerufen hat? Es war der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Und die Stadt Frankfurt muss eben auch ihre Beiträge zu diesem Sicherheitsproblem leisten, was sie nicht tut, lieber Kollege. Und dann mal locker zu erklären, ja, da ist der zuständig. Nein, wenn der Oberbürgermeister sagt, er ist der Oberbürgermeister, der die Gesamtverantwortung in Händen hält, dann muss der Oberbürgermeister auch seine Beiträge leisten. Und wo sind die? Nichts. Nichts ist bisher sozusagen von ihm an Beiträgen hier erbracht worden. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es völlig unzulässig, hier zu erklären, das Land hätte irgendwie sich aus seiner Verantwortung gestohlen, meine Damen und Herren. Der hier an dieser Stelle versagt hat, ist klar benannt. Das ist der die Verantwortung in Frankfurt hat, für auch den Bahnhof in Frankfurt. Und er muss jetzt seine Beiträge auch leisten, meine Damen und Herren. Und der kleinste Beitrag, den er leisten kann, wäre doch einfach mal auf meine Einladung zu reagieren, an einen runden Tisch sich zu setzen mit denen, die alle Verantwortung an dieser Stelle haben, mit der Bundespolizei, mit der Bahn, mit dem Land. Da gehört auch die Stadt dazu. Das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass er mal auf die Einladung reagiert, sich um die Sicherheit am Frankfurter Bahnhof mitzukümmern. Vielen Dank. Vielen
Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 70 abgeschlossen. Sollen über beide Anträge abgestimmt werden, habe ich richtig verstanden, und das getrennt nach Abschnitten. Dann rufe ich zunächst auf den Antrag der FDP, Tagesordnungspunkt 37, Drucksache 19/4967 aus 19, und lasse abstimmen über den Absatz Nummer 1. Wer diesem seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von FDP und SPD. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Linken. Damit ist der Abschnitt 1 abgelehnt. Ich rufe auf zur Abstimmung über Absatz 2. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind wiederum FDP und SPD. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, Grünen und Linken. Damit ist auch Abschnitt 2 abgelehnt. Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Abstimmung, bitte. Ich rufe auf Absatz 3. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das ist SPD und FDP. Dagegen sind CDU, Grüne und DIE LINKE. Damit ist auch der Absatz 3 abgelehnt und die Drucksache in Gänze. Und dann rufe ich auf den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/5307 aus 19. Wer hier dem ersten Absatz seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind CDU, Linke, FDP und CDU, FDP, Grüne und die SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Fraktion der LINKEN ist der erste Absatz angenommen. Absatz Nummer 2. Wer ist hier für? Das sind wiederum die vier Fraktionen von SPD, CDU, Grüne und FDP. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der LINKEN angenommen. Und Absatz Nummer 3. Wer gibt hier seine Zustimmung? Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKEN. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von SPD und FDP. Damit ist auch der dritte Absatz angenommen.